So, und da bin ich wieder. Ja, machen wir uns auf den Weg, das Ding da wieder zurückzuholen. Und also unseren Loot. Wie viel haben wir verloren überhaupt? Gefühlt die Hälfte? Warte, der ganze Flachs ist weg. Ich brauche meinen Flachs wieder. Den Flachs, den brauchen wir. Den muss ich wieder haben. Und trotzdem, ich würde gerne hier irgendwie in der Ecke, in der Gegend, schon eine zweite Basis bauen. Die Indigo brauchen wir auch. Fällt mir so gerade ein. So. Hier haben wir noch mal ein bisschen Flachs. Da habe ich noch... Ja, da war noch was Platz. Was haben wir denn hier? Eine Lehmgrube. Farm immer grün, hier waren wir ja schon. Wir hatten ja nur Haselnüsse. Indigo nehme ich auch mal mit. Da brauchen wir zum Glück aber nicht so viel. Die haben sich da schön festgebackt. Alle drei sogar. Jetzt sind wir schon gleich da. Grenzwache Reklang. Erstmal unseren Scheiß da hinten wieder einsammeln. Liegt es unten oder oben? Oben. Ich sehe schon da oben. Toll, jetzt komme ich nicht mal hoch. Einen können wir, oder zwei können wir hier hochlocken. Ausgerechnet der Grüne kommt jetzt.
Au! Wie viel Schaden macht er denn bitte? Nein! Wo ist er denn? Da unten hängt er fest. Perfekt. Nein, nicht zu ihm. Der sollte bitte fest noch weiterhin feststecken. Autsch. So, das nehmen wir trotzdem mal mit. Nein? Was ist denn mit den Hunden los? Ich hoffe, der Gifttyp hat mich jetzt nicht gesehen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Einmal gegrilltes Fleisch essen. So, alle Nahrungsslots sind voll, okay. Jetzt aber. Willkommen zurück, Oldcoin. So. Autsch. Kreissägeblätter haben wir. Autsch. So, meine... Nein! Das wollte ich nicht. Meine... Dings ist auch schon bald wieder hinüber. Was haben wir hier? Muss die Dinger wieder verbrauchen. Was gibt's hier? Kriegerhandschuhe. Sind die jetzt besser? Ja, die sind definitiv von den Werten her besser.
Ich glaube, das war alles andere als schlau. Ich muss aber die Dinger mal los. Jetzt ist er hier drinne. Wir haben ihn. So, gibt's hier noch mehr? Bei der Brücke höchstens, glaube ich. Ich hätte jetzt gerne etwas, um mein Schwert zu reparieren. Gab's hier denn sowas? Irgendwo in der Nähe? Alter, erschreck mich nicht! Okay, gucken wir mal die Brücke an. Bitte bleib da unten. So. Nehmen wir mit. Rucksack noch einmal gucken. Dann packen wir hier hin. Und was war das jetzt für eine? Ah, wieder so eine große. Plündra Rudelmutter. Autsch. Super, dass die mich jetzt gar nicht trifft. So. Was haben wir hier? Inferno-Zauberstab. So, Fleisch nehmen wir mit. Warum konnte aber Hehl da nicht hoch, als sie hier war? Jetzt erinnere ich mich auch wieder dran. So, sie konnte da nicht hoch.
So, was gibt's denn hier sonst noch? So, die tauschen einmal hier. Habe ich etwas, was ich hier gar nicht brauche? Die brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Den Stein brauchen wir jetzt auch nicht. Ich merke gerade, ich bin wieder mit dem Stuhl hier runtergerutscht. So. Was gibt's denn da oben? Nein, ich wollte hier nicht runter. Achso, hier gibt es eine Leiter. Und noch einen anderen Weg hier hoch, wie ich gerade gesehen habe. Wo kamen wir? Hier. Und es wird langsam dunkel. Ah! Stadtmauerblock. So, Quest abgeschlossen, der Turm der Sterne. Ich glaube, das war's. Hier gibt's, glaube ich, nichts mehr. Kann das sein? Da gibt's noch jemanden. Hier sonst noch was? Jo! Turbo, wow. Hat sich voll gelohnt. Okay, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. So, dann würde ich mal vielleicht zurückgehen wollen. So, Schnellreise. Und hier erstmal alles reparieren. So, Stärke der Flammen. Wir bräuchten noch Schleim, Mützel, Funken, Indigo, Bernstein, Kupfererz und Blut, ihr Lichtwürmkopf. So, jetzt wollen alle drei hier was von mir. So. Kreissägeblätter höchster Qualität.
Du hast ein paar Kreissägeblätter mitgebracht. Die Plünderer haben dir Ärger gemacht? Die Dornfest hat es also nicht geschafft. Schade. Nun, dann lass uns die Tischsäge zu ihren Ehren herstellen. Stell sie so hin, dass ich sie sehen kann. So, Tischsäge. Da fehlen mir jetzt Nägel. Okay. Go get him. So, hier. Meine Handspindel. Hm, ein Hinterhalt? Aber ich habe meine Spuren verwischt. Wie konnten die Soldaten... Ah, Spinnen, sagst du? Dann ignoriere mich. Stell die Handspindel hin und vergiss, was ich gesagt habe. Meine Geheimnisse sind mein allein... So, Achso, ich kann, muss die so hinstellen. So, Erzählung. Weißt du, ich bin in der Hauptstadt aufgewachsen. Da hat man sich Geschichten erzählt. Geschichten, die ich auch mit meiner Tochter geteilt habe. Manchmal leuchten nachts schwache Lichter in den Fluten. Ein Zeichen der gnädigen Herrschaft von König Erlands. Meine Tochter sagte, sie hätte sie einmal gesehen. Ein Kindermärchen, dachte ich. Aber wer weiß, in Gluthal sind schon seltsamere Dinge passiert. Break a leg. So, es wird aber dunkel. Wir legen uns schlafen. Es müsste auch mittlerweile hier alles soweit sein. Und wir zum also Kupfer müsste jetzt fertig sein, die Kupferbarren, oder? So, 20 haben wir. Jetzt nochmal 8. Ah, okay, da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir nehmen mal das Kupferbarren. Greifhaken, Zuganker plus 9 mehr unter Schmied. Der hat neue Sachen. Kupfertür. So, Geschirr hat er jetzt neues. Kupferdinger. Zäune, Kupferzaun, Greifhaken. Ah, Zuganker. Ach, die Dinger. Und Kreissägeblätter kann ich bei ihm herstellen. Okay. Anything else? Kupferpfeil bei Jäger. Ich würde dann vielleicht lieber hier einmal gucken. Der kann jetzt einen Kettenblitz. Sie kann jetzt hier Kupferpfeile. Ich könnte vergiftete Dinger machen jetzt. So, er könnte jetzt die Tischsäge machen. Da fehlen mir jetzt zwar die Nägel. Und hier Türen, Kupferdinger. Die sehen auch nicht schlecht aus. So, Werkbank, Stadtmauerblock und Kupferblock. So, Tischsäge, Holzbretter können wir hier machen. Ich guck mal, wo wir Nägel haben. Hier nicht, aber den Rest kann ich hier mal einlagern. Hier haben wir Flachs. 35 haben wir jetzt insgesamt. Hier haben wir 4 Nägel. Dann würde ich diesen einen Kopf hier mal reinpacken. Ach komm, ich nehme die mal mit. Könnt ihr noch... Komm, dazu, die Holzscheit packen wir mal da rein. Und die Blöcke. So, die packe ich auch mal da rein. Beziehungsweise, warte mal, die alten Handschuhe von mir kann ich löschen. Die brauche ich ja nicht. So, die können auch weg. Haben wir mehr als genug.
So, war er das mit den Nägeln? Nein. Er war das, glaube ich, oder? Ja. Dann kann er hier die... Jetzt fehlen mir die Holzscheiße, die ich gerade weggetan habe. Bin so ein Depp. Wo habe ich die hingetan? Hier, glaube ich, oder? Wir nehmen die. Wird schon passen. So, ich pack das mal hier hin. Ne, ich glaube, ich pack die mal nach draußen. Pack die mal hier hin. So. Dann packe ich die Holzscheite mal da rein. Und... Nein, die wollte ich jetzt nicht da rein. Pack die mal vielleicht hier drinne. Oder da drin, ne? So. Ah. Okay, aus zwei Flachs mache ich einen Leim. Wo haben wir Flachs hingetan? Hier waren sie nicht. Nee, da war das. So. Und das kann da rein. Hier habe ich keinen Platz für Schrott. Kann ich bei ihm sonst noch irgendwas Besseres machen? An den Dingern? Holzfäller Kupferaxt. Kupferspitzhacke. Sonst nur eine Schutthake. Eine Hake, die mit Schrott verbessert wurde, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen. Ein gutes Werkzeug, um hügelige Erde zu ebnen. Wieso juckt mir die Nase gerade? Wie weit ist das jetzt? Wir haben schon 7. Großer Pelzteppich plus 1 mehr unter Jägerin. Jetzt hat er wieder eine neue Quest. Juhu! I can do it. Baue einen fortgeschrittenen Gleiter. Hey ja, ich sehe dich immer noch ab und zu in der Ferne auf den Boden stürzen. Keine Sorge, das ist keine Schande. Aber wenn du mit Stil fliegen willst, sollst du so mit mir einen besseren Gleiter basteln. Ja, könnten wir jetzt machen. Könnten wir sogar jetzt tatsächlich machen. Wir brauchen Garn. So, Miasmaholz. Wo haben wir Garn? Oder zumindest Pflanzenfasern. Hier haben wir Pflanzenfasern. Hier haben wir nochmal ein Garn. Was wollt ihr noch haben vom Gleiter? Miasma-Säcke. Okay, dann noch die Miasma-Roden einmal rausnehmen. Wo waren die denn? Hier, glaube ich, ja.
Nee. Hier waren sie auch nicht. So. Dann Handwerk. Gar. Machen wir den jetzt. So, ausrüsten. Und den weg. Ich will den gleich mal ausprobieren. Aber erstmal wieder alles einlagern. So, das weg, das weg. So, das kommt hier hin. Ach, hier passt nichts mehr. Gut, pack ich das dann hier rein. Und ich teleportiere mich mal eben hier zur Hochweidenwarte. Dann will ich mal das neue Ding hier ausprobieren. Was ist denn das da? Honig. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir fliegen auch weiter. Mit dem alten Gleiter wären wir nicht mal bis hierhin gekommen. Okay, das ist deutlich eine, also definitiv eine deutliche Verbesserung. Ach, lassen wir. So, wie weit... Warte mal. Wie weit ist das hier jetzt? Alle Gegenstände. Kunstvolles Holzbett plus 14 mehr unter Schreiner. Fädelter Holzblock an Werkbank. So, dann will ich jetzt mal schauen. Hier, Leinen, Kohle, Metallplatten. Wie viele Metallplatten haben wir? Eine. So, hier haben wir die Leinen wieder. Ich nehme mal die auch schon mal mit. Und die. So, was brauchen wir noch? Leinen, Kohle und Metallplatte. Dieser für einen besseren Schild. Ne, warte, hier war das, glaube ich, ja? Ne? Hier? Auch nicht? Hier? Hier war das, okay. Kohle und Metallschrott. So, wartet auf Holzscheite.
wie viel fehlt hier noch? Ja, machen wir nochmal so. Dann passt das genau von der Menge her. So, wir haben 13. So, der gibt 11 Block. Hat aber keine so hohe Haltbarkeit. Hierfür bräuchten wir jetzt Kupferbarren. Kupferbarren, getrocknetes Fell, Harz. Wie viel getrocknetes Fell haben wir? Harz müssen wir auch noch da haben. Hier ist kein getrocknetes Fell, aber aus den Dingern können wir ja nochmal Dingens machen. Ich nehme die auch mal mit. Die nehme ich auch mal mit, dann kann ich da Dingens hier machen. Wir haben hier 5 Felle. Hier haben wir auch nochmal Kohle. Haben wir gar kein Leder? Hatten wir nicht Leder gehabt irgendwo? Hier haben wir noch Erde. Und Bernstein. Und hier haben wir Harz. Wo habe ich Leder eingetan gehabt? Hier. Tierfell meine ich. So. Ach, hier haben wir auch nochmal 12. Okay. So, hierfür bräuchten wir nochmal Salz. Ich hoffe, wir haben noch genug Salz. 14 Salz. Okay, wir müssen Salz holen gehen zur Salzmine. Hier haben wir nicht mehr genug. Hier machen wir so. Und wir machen hier nochmal ein paar Pfeile. Ja, Kupfer müssen wir auch noch wieder sammeln gehen, auf jeden Fall. Also, was kann ich bei ihm jetzt eben noch schnell machen? Habe ich Kupfer nicht mitgenommen? Habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt Kupfer mitgenommen. Hatte ich jetzt aber irgendwie nicht. So, jetzt aber. Ah, Schilde. Wäre der hier schon möglich? Der sieht aber auch cool aus mit so einem Raben. So. Ich würde damit anfangen. Dann den und den.
Jo, hat genau geklappt mit den. Einmal das komplette Set. Okay. Nur Schilde wird das jetzt nichts mehr, weil wir jetzt keine Leinen haben und keine Metallplatten. Also nicht genug You got a Metallplatten. heart of steel, kid. So, ausrüsten. Ausrüsten. Nice. Komplette Kupferrüstung. So, dann brauchen wir das nicht mehr. Das auch nicht mehr. Das nicht mehr. Warte mal, die Dinger wollte ich haben. Salz wird jetzt langsam knapp wieder. So, hier bräuchten wir wieder Bernstein, um den zu kriegen. Wie sieht es bei ihr aus? Mittelgroßen Rucksack. Wir müssen noch mal Leinen holen. Also Flachs. So, Betten. Oh, das sieht nice aus. Sieht gemütlich aus. Oh, das sieht auch hübsch aus. Diverses. Hier können wir Fässer machen. Schränke. Schicke Regale. Ein Holzeimer. My pleasure. That is a farmer's gold. So, okay, wir müssen noch mal Flachs holen. Was gibt's bei ihm Neues? Okay, ich würde dann jetzt eben einmal alles wieder einlagern, was wir haben. Also das, 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 das. Nein, jetzt habe ich das Falsche eingelagert. So. Ah ja, und den Honig. Alles klar, Oldcoin, dann bis gleich. Stufe 13 sind wir aktuell. Und wir gehen dann nochmal darüber, wo wir Lachs bekommen können. Hier. Kann ich von hier aus sehen, wo Flachs ist? Irgendwie erkennen. Boah, ich mag das auf jeden Fall mit der Kupferrüstung gerade. Ich glaube, Flachs war dort. Boah, die Musik gerade richtig schön. Ich würde aber auch gerne dahin. Da ist schon Schneegebiet. Man kann dahin. Das zählt noch zur Map. Ich würde mal dahin gehen wollen. Oder wir gehen mal zu der Stadt da.
Die gefällt mir auch schon. Also ich will da unbedingt hin. Und mir das mal ansehen. So, ich sehe hier schon jede Menge Flachs. So, ich merke aber auch schon, ich bin schon so weit, dass ich jetzt eigentlich nur grinden müsste, um alles zu kriegen. Aber dafür müsste ich dann erst einmal umziehen. Ich glaube, wir werden heute noch wirklich eine neue Stelle für unsere neue Siedlung dann suchen. Hier war doch gerade noch irgendwo Flachs. Da. Und in die der hat sich einen Baum gebackt. Das sieht nach Bernstein aus. Bernstein, perfekt. Frag mich aber, wo kriegt man größere Mengen Bernstein? Hier. Das sieht so widerlich aus. So, ich sehe hier jetzt keinen Flachs mehr. Das da sieht interessant aus. Die werden hier einfach zum Grabständer. So, das da hinten sieht auch interessant aus. Ach nee, das ist doch, die Dings, wo wir gerade waren. Reklam, oder wie das hieß. Genau. Grenzfach Reklam. Und da vorne ist die Stadt. Was haben wir hier? Noch ein Schrein entdeckt. Und es wird dunkel. Aber egal, wir suchen eigentlich Flachs. Und ich sehe da vorne wieder Flachs.
Schon heftig, dass die Wildschweine hier einen nicht in Ruhe lassen wollen. So, da vorne sehe ich auch wieder Flachs. So, und hier auch nochmal. Okay, wenn es jetzt dunkel ist, würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir irgendwo nächtigen. Ich hoffe, da sind jetzt keine neuen Gegner. So, beide hinüber, perfekt. Hier. Und hier haben wir noch eine Tourfelge. Achso. Können wir hier uns aus... Ja, wir können hier uns ausruhen. So, wie voll geht das? Sitzen, Wärme, Komfort, Level 1. 6 Minuten, okay. Willkommen zurück, Oldcoin. Ich habe entschieden, übrigens, als du weg warst, dass wir uns gleich, sobald wir das Flachs haben, uns eine neue Base, also einen neuen Ort für eine Base heute noch aussuchen. Wo es schön aussieht, Wasser brauchen wir ja nicht. Aber wo wir uns hinplatzieren können. Am besten irgendwie an einer Straße. Ich will jetzt erstmal aber Platz finden. Genug. Und dass wir ein bisschen mehr jetzt zentraler sind, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch einfach das hier übernehmen und einfach abreißen. Das ist ja kein markierter Ort. Kein relevanter Ort. So, dass die Spinnen hier dann verschwinden. Und dann kann man die Dinger hier abreißen und was eigenes hier bauen. Das. Weißt du was? Wir sammeln eben ganz kurz Steine. 5 Steine kriegen wir doch bestimmt schnell hin. Wir machen das hier zu unserem. Und bauen das dann nach und nach um und ziehen dann bald irgendwann hier. An 2 Straßen ein Wegzoll. Ne? Man kann bis hierhin ausbauen. Kann man dann eine schöne Stadtmauer machen und so. Da haben wir Lehm. Kupfer haben wir bestimmt hier auch in der Nähe. Aber ich will das hier haben jetzt. Diese Straße, die Gebäude reise ich.
komm, da brauchen wir nicht. Hier haben wir einen Stein. Perfekt. Handwerk, Flammenaltar. Ja, ich mach eh nicht mehr so lange, sag jetzt mal. Eine Idee. Gegner in der Nähe. Okay. Da oben. So. Alles klar, Oldcoin. Vielen Dank für den Lurk. Kann ich das irgendwie tiefer machen? So, Quest abgeschlossen, Flammenaltar und Basis verbessert. Kann ich das Ding wegreißen? Nö. Geteerter Strohblock. Mit das hier abreißen. So. Wieso kann ich das dann nicht abreißen? Ich habe schon eine Idee, was ich hier draus machen könnte. Erstmal hier alles weg. Wasser, perfekt. Weg mit alledem. So, das auch weg. Auf jeden Fall jede Menge Holz. Ja, gut, nehmen wir mit und dann halt so. Das hier auch noch? Nee, das kann ich nicht mehr.
Hat auch nicht mehr. Aber das hier. So, und ich würde sagen, wir werden das dann bald mal renovieren. Zu einem Haus des, Haus der Flamme oder sowas, keine Ahnung. Aber ich finde, die Höhe von dem würde doch schon passen. So, der ist noch 40 von 40. Flammenstufe. Ah, Flammenstufe bleibt immer gleich. Okay. Flammenstufe bleibt immer gleich. Ich würde sagen, dann machen wir das hier. Und packen die dann mal hier hin. Ja, wir packen die erstmal hier hin. Kann ich hier dann auch eben eine eigene Werkstatt machen? Ich brauche noch Garn. Für Garn brauche ich Pflanzenfasern. Pflanzenfasern hole ich mal eben. Okay, ich brauche noch mehr. Dann habe ich hier auch noch mal eine Werkbank. Auf der Welt hier Stufe 1 zu Hause und hier Stufe 3 zu Hause. Dann würde ich das hier, ist auch nicht weit von der Hauptstadt, wenn das hier Leuchtenstein ist. Erreiche die Hauptstadt. Feuerstelle für die Bäuerin. Ja, das ist wirklich dann die Hauptstadt. Die Quest oben sagt, erreiche die Hauptstadt. Dann ist das hier auch direkt auf dem Weg zur Hauptstadt. Jetzt ist nur die Frage, welcher Weg führt ein direkt nördliches Karawanenlager entdeckt. Expeditionsprotokoll Nummer 2. Unser Ziel ist in Sicht, aber es könnte alles vergeblich sein. Denn in Leuchtenstein steigt in der Ferne Rauch auf. Es gibt keine Berichte über aktive Gefechte in diesem Gebiet. Ich frage mich also, ob dies das Werk von Menschen ist oder etwas ganz anderes. Ich klammere mich an meine Hoffnung, wenn ich zu den anderen spreche, aber insgesamt habe ich ein schlechtes Gewissen, ihnen nur etwas vorzumachen. Zwar besteht die Möglichkeit, dass es Überlebende gibt, aber die Chancen stehen schlecht. Verflucht seien diese Anbeter bei dem Refugium der Flamme. Wären wir nur früher gekommen. Wir werden weiter vordringen und sehen, was uns in Burg Erstein erwartet. Kommandant Cyrus.
Helles Irrlicht. Welche Stufe haben die? 15. Okay, wenn die hier so stark sind. Au! Nein! Weg! Schnell mein Loot holen. So. Ab das da wird dann jetzt fürs erst unsere Hauptbase, würde ich sagen. Müssen wir halt noch aufrüsten vernünftig, aber. Das soll es werden, auf jeden Fall. Wir brauchen da nur noch ein Bett. So, dann fehlt uns aber hier noch einiges. Südliche Karawane. Ich will aber noch ein bisschen in die Richtung gehen. Und mal gucken, wie die Hauptstadt aussieht. Leuchtenstein, meine ich. Okay, mit Stufe. Mit unserer Stufe ist das alles noch ein bisschen zu hoch für uns. Hier. So, da wären wir. Leuchtenstein, neuer Ort kartiert. Zwei Marker hinzugefügt. Stufenaufstieg, 14. Okay, wo packen wir die hin? Neue Fähigkeitspunkte, okay. Nochmal zwei. Bergarbeiter, hochwertige Ausrüstung. Will ich das hier jetzt machen? Im Miasma. Geht schon, fängt schon gut an. Ich will mir nur die Hauptstadt erstmal ansehen. Aber wie geil es wäre, wenn man die hier wieder aufbauen könnte. Alter, wie geil. Das einfach komplett wieder aufbauen könnten. Krämerplatz. Okay, hier ist die Musik jetzt gerade ein bisschen heftiger. Oh. Ich weiß nicht mal warum. Schaff ich den? Okay, das wird ein bisschen heftig.
Okay, vor der Stadt bin ich aufgewacht. Immerhin. Bretterbuden. Obwohl das hier wieder aufzubauen könnte ein bisschen schwierig werden. Weil diese Miasma-Fäule, die kann man schlecht entfernen, was mir aufgefallen ist. So, ich muss jetzt aber meine verlorenen Sachen wieder einsammeln, die da drin sind. Okay. Am Krämerplatz. Aber so... Wenn das jetzt nicht mit dem Miasma wäre hier, so würde ich mir eigentlich eine richtige Mittelalterstadt vorstellen. Wieso hat er wieder volles Leben? Was soll denn das? Ich kämpfe hier doch nicht für umsonst. So, jetzt muss ich eben den Weg wieder rausfinden. Nein! Kommt hier auf jeden Fall in die Stadt später nochmal wieder. Oh, mir erstmal Holz. Was ist das da oben? Kohle. Also ich hätte auf jeden Fall schon Bock, hier das alles wieder aufzubauen. Und alles neu zu machen. Und das dann zu meiner eigenen Stadt zu machen. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal wieder. Noch ist von denen das Level... mir viel zu hoch. Kriegerhelm. Ich finde meinen besser. Passt
besser zusammen. Oh, Flachs. Das brauchen wir. Und rennen wir nochmal zurück. Wo geht's nochmal nach Hause eigentlich? Ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Oder? Nördliches Karawanenlager. Könnte doch richtig sein. Ja, ist richtig. Hier sind wir wieder in einem unserer Zuhause. Warte mal, was sind da vorne? Okay. Das ist eigentlich eine richtig geile Position, finde ich. Hier, das ist eine richtig geile Position für eine Basis. Wenn wir richtig den krass ausbauen, wir haben hier diese Straße. Wir haben hier einen Flammenaltar. Wir sind nicht weit von der Hauptstadt. Wir haben hier schon zwei fertige Gebäude, womit wir starten können. Also beziehungsweise hier drinnen wäre ja unser Flammenaltar und da drin, da hinten, ein Spawnpunkt in unserem, dann wäre das unser direktes eigenes Flammenrefugium. Das ist die optimale Position für das, was ich jetzt vorhabe, für meine eigene Stadt. Das ist die Position. Das ist es. So, aber ich wollte jetzt in mein anderes Zuhause nochmal hin. Das hier im Süden war. Hier. Alles reparieren. Wie sieht es hier aus? Das erstmal weg. Ach komm, weg damit. Das auch. Was haben wir noch? Was wir nicht brauchen. Das kann weg. Erdwegblock. So, das Ding ist immer noch dabei.
was ist hier? Der hat nicht genug Kohle. Will ich hier die Kohle hinpacken? Was haben wir da? Stroh. Warum haben wir Stroh? So, machen wir noch mal ein bisschen Flachs. So, getrocknetes Fell. Salz müssen wir noch organisieren. So. Erstmal alles einlagern, was wir hier haben. So. Achso, das kann auch weg. Einen besseren Heiltrank. Ich würde das vielleicht mal hier hinpacken. Ich lass die Leute doch erstmal hier. Also ihn packe ich mal in die Mitte. Oswald packe ich mal hier hin. Den packe ich mal dahin. So, Leinen, Kohle, Metallplatten. Ich leg mir nochmal schlafen. Schlafen, habe ich gesagt. Wo hatten wir jetzt die Kohle gehabt und die Metallplatten? Hier hatten wir das und hier haben wir das. Dann brauchen wir nur noch die Leinen hier. Hier das Schild. Wie weit sind die? 7. Das müsste jetzt reichen, oder? Für ein Schild. Für den hier. So. Warte mal, der hat 11 Block, 43 Parierkraft, 100 maximale Haltbarkeit. Und der hier, 7 Block, 20 Parierkraft, 100, 110, ja, okay. Ich würde dann trotzdem eher den hier nehmen. Den weg. Never let the cold stop. Ja, jetzt sehen wir zumindest ein bisschen mehr nach einem Ritter aus. Nur halt mit einem leuchtenden Schwert. So, dann packe ich das. Das und das mal weg. So. Ja, dann würde ich aber sagen, ich mache für heute Ende. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus. Und ciao.